Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit voller Herausforderungen und Veränderungen. Die Welt um uns herum ist geprägt von Konflikten, Krisen und Unsicherheiten. Wie können wir als Christen in dieser Welt bestehen und unseren Glauben bezeugen? Wie können wir die Hoffnung bewahren und die Liebe Gottes ausstrahlen? Die Antwort liegt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der in uns wohnt und uns befähigt, nach seinem Willen zu leben. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns leitet und lehrt. Er ist der Geist der Liebe, der uns erfüllt und befriedet. Er ist der Geist der Kraft, der uns stärkt und ermutigt, ein Beispiel dafür, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Finden wir in der Apostelgeschichte. Dort lesen wir, wie die ersten Christen an Pfingsten den Heiligen Geist empfingen und mit Feuer und Mut das Evangelium verkündeten. Sie ließen sich nicht von Angst oder Widerstand abhalten, sondern waren bereit, alles für Christus zu geben. Sie bildeten eine Gemeinschaft der Liebe, die sich um die Bedürftigen kümmerte und die frohe Botschaft weitertrug. Das ist auch unsere Berufung als Christen heute, den Heiligen Geist zu empfangen und seine Gaben zu gebrauchen. Wir sind gerufen, Zeugen Christi zu sein in einer Welt, die ihn braucht. Wir sind gerufen, Salz und Licht zu sein in einer Welt, die dunkel und fade ist. Wir sind gerufen, Frucht zu bringen in einer Welt, die verdorrt und leer ist. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist unser Helfer, unser Tröster, unser Ratgeber. Er schenkt uns Weisheit, Verständnis, Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wunder, Prophetie, Unterscheidung, Zungenrede und Auslegung. Er schenkt uns Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Lasst uns also den Heiligen Geist bitten und empfangen. Lasst uns ihm Raum geben in unserem Leben. Lasst uns auf seine Stimme hören und seinem Wirken folgen. Lasst uns mit ihm zusammenarbeiten für das Reich Gottes, denn nur so können wir die Herausforderungen der modernen Welt bestehen. Nur so können wir die Welt verändern zum Guten. Nur so können wir Gott verherrlichen mit unserem Leben.